Travel-Journal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Wir starten in die Osterfeiertage mit diesen Themen. Zuginstrument bei Bandonion-Workshop in Karlsfeld. Zug um Zug, Aue und Bad Schlema vor Fusion. Und guter Zug, Trikots für Gornsdorfer Schachspieler. Glück auf, so kurz vor Ostern. Hier sind nochmal Nachrichten aus dem Erzgebirge. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und nicht in den Lebensmittelgeschäften erdrückt wurden. Die scheinen ja heute wieder für immer geschlossen zu haben. Naja, reden wir von etwas Angenehmem, vom Bandonion. Das ist ein vom Krefelder Musiklehrer Heinrich Band aus der Konzertina entwickeltes Handzuginstrument. Allerdings in Europa und Deutschland wurde das Bandonion allmählich durch das einfacher spielbare Akkordeon verdrängt. Unter anderem auch, weil es dasselbe Hörgefühl erzeugte wie der hier bevorzugte Bandonion-Typ mit schwingendem, vollem Ton. Auch weil die mehrheitlich wechseltönigen Instrumente nach Noten nur schwer erlernbar sind. Denn dazu braucht es eine Griffschrift. Am berühmtesten sind die Instrumente aus der nicht mehr existierenden Fabrik von Alfred Arnold in Karlsfeld. Von dort wurden bis ca. 1945 ungefähr 30.000 Bandonions nach Argentinien und Uruguay exportiert. Dann wurde der Betrieb enteignet. Die größte Popularität des Instrumentes steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tango. Bereits im frühen 20. Jahrhundert war das Instrument ein prägender Bestandteil eines Orchestra Tipica. Auch in späteren musikalischen Entwicklungen wie dem Tango Nuevo und auch dem Elektro-Tango blieb der prägende Einfluss des Bandonions erhalten. In vielen Tangos besungen, stiftet das Bandonion mit dem Tango bis heute eine Identität und wird in Südamerika liebevoll auch als beste deutsche Erfindung gepriesen. Also sollte das Instrument auch im Erzgebirge weitergespielt werden. Wird es auch, weiß Christel Eberlein, die uns einige Fakten zum letzten Workshop übermittelte. Bandonionklänge sind dem Karlsfelder Bürgerhaus Grüner Baum mehr als vertraut. Am vergangenen Wochenende kamen weitere Töne dazu, die mit dem Handzuginstrument erzeugt wurden. Zunächst bei einem Workshop. 15 Teilnehmer aus Karlsfeld, Zwota, Thum, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Heidelberg und Passau waren mit dabei. Die Leitung hatte ein weiteres Mal die Heilbronner Bandonionspielerin Karin Eckstein übernommen. Der größte Teil der Musiker nahm schon an früheren Workshops teil, einige waren aber auch das erste Mal in Karlsfeld. Angereist waren sie schon am Freitagabend. Begrüßt wurden sie vom Vorsitzenden des Karlsfelder Bandonionvereins Robert Waldschläger. Am Sonnabend zum Workshop wurde in der ersten Etage fleißig geprobt. Karin Eckstein erlernte das Spielen des Bandonions erst 1991 nach dem Studium von Klavier und Orgel. Sie tritt solistisch auf, spielt in Orchestern und leitet Workshops. Der mehrtägige Workshop hier in Karlsfeld fand das zweite Mal statt, nachdem ein Kurzworkshop vor einem Maikonzert durchgeführt wurde. Der Sonntag begann mit einer weiteren Probeneinheit und schloss mit dem öffentlichen Konzert ab, auf dem zuerst die Kindergruppe des Bandonion-Vereins spielte. Tamina Waldschläger, Bandonion, und Alexa Klenz, Klavier, spielten solistisch das bekannte Over in the Glory Land.
Danach kam das Bandoneon-Orchester zum Zuge mit Tango-Melodien, einem Medley von Frühlingsliedern, Märschen und Polkas. Eine Zugabe wurde durch das Publikum erklatscht. Es war der Marsch Alte Kameraden. Dann schloss sich der Höhepunkt des Nachmittags an, der Auftritt der Workshop-Teilnehmer. Karin Eckstein begann mit 3 Solostücken. Anschließend spielten die Musiker, was sie gelernt und geübt hatten. Sehr anspruchsvoll. Am Ende des Auftritts erhielten alle Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung durch Karin Eckstein ausgehändigt. Sie bedankte sich bei allen, den Teilnehmern, den Zuschauern und natürlich den Organisatoren. Als kleines Dankeschön erhielt sie eine Tasse mit einem aufgedruckten Bandoneon. Die etwa 80 Gäste, unter ihnen Eibenstocks Bürgermeister Uwe Stab, bekundeten ihre Freude durch wohlwollenden Beifall. Nächstes Jahr soll wieder ein Workshop stattfinden. Die Veranstaltung könnte zur Tradition in Karlsfeld werden. Wir sind bei den Nachrichten am Gründonnerstag. Das Bruttoinlandsprodukt in Sachsen stieg 2017 preisbereinigt um 1,4% gegenüber 2016 und um knapp 14% gegenüber dem Jahr 2010. Damit erreichte der Freistaat aktuell nur ein unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, das um 0,8% unter dem realen Resultat für Deutschland lag. Das sächsische Ergebnis entsprach dem Wirtschaftswachstum in den 5 neuen Ländern. Die Arbeitslosenquote ist im Erzgebirgskreis wieder gesunken und liegt Ende März 2018 bei 5,3%. Zum Vergleich, Ende Februar lag sie bei 5,4% und vor einem Jahr bei 6,2%. Der Erzgebirgskreis weist damit erneut die niedrigste Arbeitslosenquote im gesamten Freistaat Sachsen auf. Im Landesdurchschnitt liegt die Quote bei aktuell 6,5%. Die ES Automobilguss GmbH in Schönheide ist wieder in den Schlagzeilen. Wie zuerst die Freie Presse berichtete, wurde die Belegschaft darüber informiert, dass VW die Lieferbeziehungen gestoppt habe. Die Geschäftsführung des zur bosnisch-deutschen Firmengruppe Privent gehörenden Betriebes habe Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt. Nun wird spekuliert, ob Vorfälle aus dem Jahr 2016 Ausschlag für das Ende der Lieferbeziehungen waren. Bei VW standen damals die Bänder, weil Teile nicht geliefert wurden. Es ist geplant, dass Aue und Bad Schlema zum 1. Januar 2019 fusionieren. Bei 2 Informationsveranstaltungen wurde die Vereinigung vor Ostern thematisiert. Nachdem die Veranstaltung am Montagabend im Kulturhaus Aue mit Blick auf die Einwohnerzahl der Stadt vor fast leeren Rängen über die Bühne ging, war das Interesse am Dienstag beim Infoabend in der Kurgemeinde deutlich größer. Die Befürworter der Fusion sehen in dieser die logische Antwort auf den demografischen Wandel. Außerdem führen sie ins Feld, dass die Vereinigung der neuen Kommune notwendiges Geld beschert. Kritisch sehen einige Bad Schlemaer die Pläne, da die Fusion eine Entscheidung von oben sei. Sie plädieren für mehr Mitsprache der Bürger und einen Bürgerentscheid. Die Informationsveranstaltung im Kulturhaus Aktivist bewegte mehr als 2 Stunden lang die Gemüter. Auch 2018 führt die Stadt Annaberg-Buchholz gemeinsam mit vielen Unterstützern einen Frühjahrsputz durch. Wenn es die Witterung zulässt, werden nach Ostern die Straßen im Auftrag der Stadt durch Kehrmaschinen des städtischen Betriebshofes sowie der STA GmbH im Zweischichtbetrieb von 6 bis ca. 20 Uhr gesäubert. Außerdem beginnt die Reinigung der Gullis. In diesem Zusammenhang aufgestellte Halteverbote sind auch nach der Durchfahrt der Kehrmaschinen grundsätzlich zu beachten. Kehrmaschinen sind nach einem festgelegten Terminplan im Stadtgebiet unterwegs. Termin- und Straßenlisten, die alphabetisch bzw. chronologisch geordnet sind, können online unter www.annaberg-buchholz.de/frühjahrsputz heruntergeladen werden. Anlieger werden gebeten, Winterschmutz vor dem jeweiligen Hauptreinigungstag von den Fußwegen auf die Straße zu kehren. Jo, der Straßenbau hat uns wieder. Nach Ostern geht's so richtig los. So ist in Lugau in der Woche nach Ostern die untere Hauptstraße in Höhe Hausnummer 14 aufgrund von Kanalbau voll gesperrt.
In Schmalzgrube wird vom 3. bis zum 9. April der untere Bahnübergang wegen der Ausführung von Gleisbauarbeiten im Auftrag der Breßnitztalbahn vollgesperrt. Daran anschließend erfolgt die Weiterführung der Baumaßnahme aus dem letzten Jahr an der S265 zwischen dem Abzweig Krumbach und Steinbach. Deswegen ist der Bereich bis voraussichtlich 15. Juni 2018 voll gesperrt. Neue Baustellen sind ab Dienstag unter anderem auch zu beachten in Aue auf der Tschorlauer Straße sowie im Bereich Schlemaer Straße, Auer Talstraße. In Seifersdorf auf der Dorfstraße, in Günsdorf auf der Hormersdorfer Straße, in Neuwirschnitz auf der Neuwieser Straße, in Scharfenstein auf der S228 genau am Bahnübergang sowie im Amtsberger Ortsteil Schlösschen auf der K8175 an der Schlösselmühle. Über die Details zu diesen und weiteren Sperrungen halten wir Sie im Internet unter rztv.de auf dem Laufenden. Derzeit läuft das grenzüberschreitende Projekt Labora. Es soll der wirtschaftlichen Stärkung der Grenzregion im Hinblick auf die langfristige Sicherung des Fachkräftebedarfs in den Schlüsselbranchen des sächsischen und tschechischen Erzgebirges dienen. Gemeinsam mit einem tschechischen Projektpartner bietet die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH verschiedene Projektaktivitäten an, welche Jugendlichen die positiven beruflichen Chancen der Region vermitteln sollen. Gemeinsam sollen in den nächsten 2,5 Jahren noch mehr deutsche und tschechische Schüler der Klassen 8 und 9 die Wirtschaftsregion in ein- und mehrtägigen Unternehmensexkursionen, verbunden mit Vorträgen zur Wirtschaftsregion und Messebesuchen, erkunden. Ein Augenmerk liegt hierbei auf dem neuen Format Beruf im Test auf sächsischer Seite, welches für Mai 2018 erstmalig geplant ist. Als sich der Schachnachwuchs des TSV Elektronik Gornsdorf in dieser Woche im Volkshaus zu einem Blitzschachturnier getroffen hatte, kam der beste Zug des Tages von der Firma Unger Energietechnik. Den jungen Schachspielern und ihren Begleitern war aufgefallen, dass die Spieler anderer Vereine bei Turnieren und Meisterschaften mit einheitlichen Mannschaftstrikots am Schachbrett sitzen. Da wurde der Wunsch geboren, so etwas auch zu haben. Über Manuela Meyer gelangte der Wunsch an das Unternehmen in Jahnsdorf, das gern half, den Wunsch nach den Trikots für die jungen Schachspieler des TSV Elektronik Gornsdorf zu erfüllen. Oberwiesenthal hat am Montagabend seine Olympiahelden am Fichtelberg empfangen. Moderatorin Heike Hünefeld konnte dabei Olympiasieger Erik Frenzel, die Biathletin Dennis Herrmann und Langläuferin Katharina Hennig begrüßen. Richard Freitag, der am Wochenende noch auf der Flugschanze in Planitza im Einsatz war, hatte eine Videobotschaft geschickt. Neben den Teilnehmern an den Olympischen Spielen durften sich auch Nachwuchssportler feiern lassen. Cedric Weigel wurde mit der Mannschaft Juniorenweltmeister im Skispringen und Anna-Maria Dietze wurde mit dem Team Weltmeisterin der Junioren im Langlauf. Die fast 800 Zuschauer in Oberwiesenthal spendeten den Olympioniken reichlich Beifall. Sei kein Frosch und trau dich, so lautet der Aufruf für das Kinder- und Jugendkunstsymposium, das in diesem Jahr zum 15. Mal auf Schloss Schwarzenberg stattfindet. Nachwuchskünstler bis zu einem Alter von 18 Jahren können sich für das Symposium bewerben, wenn sie ihren Wohnsitz im Erzgebirgskreis haben. Nötig sind lediglich 2 Skizzen zum diesjährigen Thema, die bequem noch in den Osterferien fertiggestellt werden können. Unterwegs im Erzgebirge, gestern, heute und morgen. Darum dreht sich in diesem Jahr alles. Zu diesem Thema kann gemalt, geschnitzt, geklöppelt oder gefilzt werden. Die Skizzen können per Post eingereicht werden beim Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises Frau Georgi, Wettinerstraße 64 in 082 80 Aue. Finaler Einsendeschluss ist der 12. April. Der Burgstorfer Klatschguschen haben sich seit über einem Jahrzehnt auf die Fahnen geschrieben, mit Kabarett, Schauspiel, Musik und Tanz die Bürger des Ortes und der Region zu erfreuen. Derzeit wird ein neues Stück einstudiert, dessen Titel Weimar Erzgebirger sei, klingt vielversprechend. Es entstand aus einer gemeinsamen Ideensammlung der rund 40 Vereinsmitglieder.
Zusammengefasst und geschrieben wurde das Stück dann von Daniela Böttger, die bisher alle Stücke für die Theatertruppe geschrieben hat. Erstmals aufgeführt werden soll das Stück am 5. Mai in der Eurofarm Arena in Burkhardsdorf. Bis dahin wird es sicherlich noch weitere gemeinsame Proben geben. Wir berichten demnächst ausführlich. Guten Tag miteinander. Mein Name ist Barbara Uttmann und wir sind hier durch widrige Umstände gelandet. Haben Sie schon mal einen Huhn springen sehen? Also so richtig aus dem Stand? Kriegen Sie zu sehen. Auch am Karsamstag startet hier bei ErzTV ein neues Magazin. Und da sind wir unter anderem wieder im Tierheim unterwegs zu einer neuen Tino-Folge. Es gibt wieder viel Neues zu berichten. Und neben dem Thema Demenz beschäftigt sich meine Kollegin Susan Schwenkfelder auch mit Kirchenglocken. Die sind in Leukersdorf endlich wieder da, wenn auch nicht mehr komplett die ursprünglichen. Ein kurzer Vorgeschmack auf ErzTV, das Magazin. Und haben Sie schon mal Hühner springen sehen? Ostern gehen wir dahin, wo die Eier herkommen, in den Hühnerstall. Das veranlasst diese Henne zu Freudensprüngen. Ob der Sprung aus dem Stand echt oder ein Aprilscherz ist, der 1. April fällt 2018 auf den Ostersonntag, erfahren Sie ab Sonnabend in unserer Sendung ErzTV das Magazin. Unter anderem berichtet Tino, Tiere in Not, aus dem Tierheim in Stolberg. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit den Glocken der Kirche in Leukersdorf. Schon am Montag, dem 12. März, wurden die beiden neu gegossenen und die beiden restaurierten Kirchenglocken in den Turm gehoben. Ostern werden sie läuten. Ein paar Tipps haben wir noch auf jeden Fall. Im lebendigen Schaufenster der Touristinformation Annaberg-Buchholz präsentiert am 31. März von 10 bis 14:30 Uhr Klöpplerin Manuela Fischer im Foyer der Manufaktur der Träume ihr Handwerk. Ab 14:30 Uhr geht Bäckersfrau Anna Berger auf Tour durch die historischen Gassen von Annaberg. In ihrer charmanten Art weist sie auf touristische Glanzlichter und vielfältige Bezüge zum Bäckerhandwerk hin. Start ist am Portal der St. Annenkirche. Am Abend lädt die Freiwillige Feuerwehr Annaberg zum Osterfeuer auf den Kätplatz ein. Beginn ist um 17 Uhr mit einem Lampionumzug. Am Ostersonntag ist der Osterhase von 10 bis 16 Uhr am Schutzteich in Annaberg-Buchholz zu Besuch und verteilt kleine Osterleckereien. Musikalisch wird der Tag durch Candy John Kretschmer umrahmt. Klassisch wird es am Abend. 19 Uhr führt das Eduard-von-Winterstein-Theater die schwungvolle und moderne Operette Blossom Time auf. In der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz wird noch bis zum 8. April die Sonderschau Schachteln voller Märchen gezeigt. Zu sehen sind kleine Kunstwerke, die der Künstler Günter Hofmann schuf, sowie Spanschachteln aus den Sammlungen von Erika Pohl-Ströer. Auch das Schloss Schlettau empfiehlt sich für einen Osterausflug. Am Ostersonntag gibt es eine Ostereiersuche im Herrenhaus und Schloss für die Kleinsten. Die Posamentenschauwerkstatt hat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder können ein Lesezeichen mit einer selbstgemachten Quaste herstellen. Für das Kulturerlebnis sorgt das Ostermontagsmatinee im Rittersaal. Beginn ist 11 Uhr. Das Osterkonzert Rossini, ein musikalisches Menü in 8 Gängen zum 250. Todestag von Giacchino Rossini, bietet bekannte Arien und weniger bekannte Kammermusik des großen Komponisten und Kochs.
Auch in diesem Jahr laden die Städte Zwönitz und Geier zum Ostersingen an der Zwönitzquelle ein. Das findet am Ostermontag 14 Uhr mit den Jagdhornbläsern, der erzgebirgischen Blasmusikanten Zwönitz Affalter und dem Tastenmähen aus Geier statt. Der Osterhase freut sich auf viele kleine Gäste. Die Treffpunkte für Wanderfreunde sind 12 Uhr auf dem Zwönitzer Markt und 13 Uhr an der Elterleiner Bockscheune. Willkommen zum Ostermarkt. So heißt es am 1. und 2. April sowohl in der Stadt Schwarzenberg wie auch in der Kurbadgemeinde Bad Schlema. In Bad Schlema bieten etwa 30 Händler und Direktvermarkter aus unterschiedlichen Regionen jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Waren an. Der Markt in der Schwarzenberger Altstadt ist ebenfalls an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ein besonderes Osterei wartet auf die Besucher der Playmobil-Sonderausstellung »Ein Lächeln zu Gast« im Bergbaumuseum Ösnitz-Erzgebirge. Am Ostermontag kann die Schau für nur 3,50 Euro besucht werden. Auf zwei Etagen sind mehr als 50 liebevoll gestaltete Szenen zu bestaunen. Von Karfreitag bis Ostermontag wird im Bergbaumuseum aber noch einiges mehr geboten. Während der beliebten Führungen durch das Anschauungsbergwerk gibt es nicht nur spannende Geschichten und Anekdoten aus der Welt der Kohlenkumpel. Es warten zudem kleine Osterüberraschungen auf die Besucher. Höhepunkt ist am Ostermontag der Familientag. Von 10 bis 16 Uhr ist der Osterhase auf dem Museumsgelände unterwegs. Zurück zur Playmobil-Ausstellung. Dort, und das ist nicht unser Scherz zum 1. April am Ostersonntag, haben wir auch ein Lego-Teil, also von der Playmobil-Konkurrenz, entdeckt. Bleibt uns nur noch, Ihnen ein schönes Osterfest zu wünschen. Vielleicht haben Sie ja mal ein paar ruhige und erholsame Tage. Die nächste aktuelle Kompaktausgabe sehen Sie ab Dienstag hier bei ERZ-TV und informieren können Sie sich jederzeit auch auf erztv.de und bei Facebook. Ihnen ein schönes, langes Osterwochenende. Glück auf!